Simonstar am Start für euch und ihr seht schon, mein Kanal ist wieder da. Es ist ein Vlog, nämlich der Vlog 3. Und 3? Moment. Ja, Vlog 3. Und es gibt ein bisschen was Neues. Zum einen habe ich mir hinten schon Sony Vegas aufgemacht. Das ist Bist du Hellseher Nummer 3. Wird jetzt gleich geschnitten, geht heute noch online. Es ist ein Gewinner verkündet. Oder ich habe es jetzt erst gemerkt, dass jetzt jemand gewonnen hat. Ich habe gerade die Kommentare nochmal durchgelesen. Das gibt's also heute noch. Zum anderen werde ich heute noch meine ganzen Videos zu Mass Effect, also zu Mass Effect 2, das sind nicht gerade wenig, ich dachte 5 oder 6 Videos, freischalten, online stellen. Also wen das interessiert, kann sich gerne angucken. Und dann wird Mass Effect 2 erstmal auf Eis gelegt, genau. Hier, Mass Effect 2, 4 Videos sind es noch. Am Wochenende werde ich Mass Effect 3 veröffentlichen, bis zu dem Teil hier ungefähr, bis zu da, Teil 16 oder so. Oder, ne, bis zu Teil 15 werde ich das veröffentlichen. Weil Teil 16, 17 und 18 sind eine Special-Episode, weil das zu dem From Ashes DLC gehört. Das kommt dann am Sonntag oder Montag. Was gibt's noch Neues? Ich bekomme diesen Freitag Operation Raccoon City. Oder Freitag, morgen. Entweder morgen oder Samstag, also übermorgen. Wenn ihr das habt und ihr wollt mit mir zocken und wollt mit mir mal quatschen, aufnehmen, kein Problem, schreibt mir einfach eine PN. Also wer Operation Raccoon City hat und mit mir online zocken will, die Kampagne, kann sich gern bei mir melden. Um das schon vorwegzunehmen. Dann will ich wieder einen Aufruf starten, wenn ihr Gameplays habt, die ihr mir schicken wollt, die ich abfilmen soll, kein Problem, schreibt mir einfach eine Mail mit Bimon, du Kackbratze. Ich habe ein Gameplay für dich, auf Arkaden mit einem Score von 50 zu 10 oder 40 zu 10 oder was weiß ich denn. Einzige Bedingung, es sollte ein relativ gutes Gameplay sein, also irgendwas Gutes erspieltes oder irgendwie relativ guter Score oder irgendwelche lustigen Aktionen, zum Beispiel bloß mit Riot Shield oder sowas gespielt oder mit Pistole. Das ist mir relativ gleich. Soll auf jeden Fall ansehenswert sein. Wenn ihr ein Thema dazu habt, auch sehr gerne gibt's, könnt ihr gleich mal dazu schicken, was ich da reden soll. Irgendwie eure Meinung zu irgendwas, was derzeit aktuell ist. Kein Problem. Was ich mir auch schon überlegt habe, ein Thema wäre Kony 2012. Wobei da gibt's so viele Videos, ich weiß nicht, ob ich dazu was bringen soll. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ich dazu ein Video machen soll. Beschäftigt mich auch gerade sehr irgendwie. Dieses ganze Kony-Geschwafel. Ja, Geschwafel aus einem bestimmten Grund, aber dazu komme ich dann später. Ja, das war's erstmal. Also heute Abend gibt es noch Bist du Hellseher 3 Auflösung und wahrscheinlich sogar schon Bist du Hellseher Nummer 4, indem ihr bitte reinschreibt. Okay, ihr werdet es dann sehen. Ihr werdet es dann sehen. Lasst euch überraschen. Also heute Abend Bist du Hellseher. Morgen wahrscheinlich Resident Evil. Ansonsten gibt es morgen ein Commentary, denke ich mal, mache ich morgen dann nachmittags. Gibt es dann morgen Abend ein Commentary, wenn es Resident Evil nicht gibt. Und dann ab Samstag gibt es Resident Evil. Und nächste Woche gibt es wahrscheinlich Skyrim ein bisschen. Also in der Woche vom 26. bis zum 30. gibt es wahrscheinlich ein oder zwei Teile Skyrim. Ein Commentary, bisschen Resident Evil nebenbei. Und ja, so habe ich es erstmal durchgeplant bis. Ja, bis nächste Woche. Kann man so sagen, bis Anfang April. Steht der Plan schon so halbwegs, was ich springe. Mass Effect spiele ich im Hintergrund nebenbei natürlich weiter. Und rendere das Ganze, aber da es jetzt nicht so beliebt scheint bei euch, kommt das alles dann immer so in zweier Parts dann pro Tag irgendwie. Wenn ich viel hab, kommt das dann wieder hoch, wird das dann wieder hochgeladen über Nacht. Und veröffentliche ich das dann irgendwie in zweier Parts eine Woche über. Also spielt es nebenbei weiter. Mass Effect 2 geht erstmal auf Eis. Genauso wie Uncharted, das kommt dann wahrscheinlich im April. Denn da habe ich relativ viel Urlaub. Und zwar eine Woche und 2 Tage. Und Ostern ist auch noch. Also werde ich das dann da vielleicht sogar fertig spielen können. Zumindest Uncharted. Und ja, Mass Effect 2 werde ich wahrscheinlich bis in den Sommer lassen müssen. Irgendwie da finde ich derzeit keine Zeit, das zu spielen. Weil Mass Effect 3 ist so umfangreich. Und ich will Mass Effect 3 erstmal fertig haben und dann Mass Effect 2 noch spielen. Es kommt auf alle Fälle noch, wird auf alle Fälle noch fertiggestellt, aber liegt derzeit auf Eis. Da hat mich jemand angeschrieben, dass er gerne Metal Gear Solid sehen will.
Also Metal Gear Solid 4. Wenn ihr das auch sehen wollt und irgendwie was anderes sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne andere Vorschläge bringen. Ich werde auf alle Fälle demnächst mal einen Teil Crisis hochladen. Und zwar kein Let's Play, sondern eine Runde online. Und ja, GTA 4. Ob ich es machen werde, weiß ich noch nicht. Ist halt Open World wie Sau. Ich habe die ganzen Zusatzepisoden noch dazu. Es ist immer so ein bisschen schwer, das dann hochzuladen, weil solche Open World Spiele sind immer schwer zu spielen. Bei Resident Evil, bei Assassin's Creed hat es ganz gut geklappt, habe ich mich auch bloß so durch die Story geschlängelt. Aber bei GTA gibt es halt so viele Nebenmissionen. Also es könnte ein etwas längeres Projekt werden irgendwann. Eventuell sogar im großen Sommerloch. Ihr wisst ja immer, im Sommer kommen relativ wenig Spiele raus, da kann es passieren. Ich mache hier baller hier ein Let's Play nach dem anderen raus. Und ja. Wie gesagt, nochmal der Aufruf, wenn ihr Gameplays habt, dann schreibt mir einfach eine Mail, eine PN oder edit mich im PSN. Schreibt mir dann eine Mail fix, was für ein Spiel. Also ich kann bloß aufnehmen, Black Ops und MW3. MW2 und MW1 habe ich leider nicht, das tut mir leid. Werde ich vielleicht irgendwann noch kaufen, wie ich dazu komme und Geld habe. Würde ich noch zeigen. Ja, ansonsten switch mir noch schnell auf meinen Kanal. Vielen, vielen Dank an das liebe Frauschen von mir, dass man dieses tolle Kanaldesign gemacht hat. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Kanaldesign haltet. Und das war's von mir. Ich nähere mich dann der 175er Marke. Ich denke, bei 250 Abonnenten gibt es wieder ein Special. Was es sein wird? Ich habe da schon eine vage Vermutung. Ja, das war's von mir, Leute. Wenn ihr ein Duel machen wollt, meldet euch, kein Problem. Haut rein, bis zum nächsten Mal.